Im August wurde Oberösterreich wegen des höchsten Bodenverbrauchs aller Bundesländer angeprangert. Mit falschen Zahlen, wie erklärt wird. Und eine Zahl sorgt auch jetzt beim Bodenschutz für Unverständnis. Das Regierungsziel, den Bodenverbrauch auf 2,5 Hektar pro Tag zu bremsen, lehnt Oberösterreich kategorisch ab. Es ist wirklich unerfreulich, dass wir jetzt Gemeinden, Städte, Länder, die Sozialpartner, Gemeindebund, Städtebund jetzt 2 Jahre verhandelt haben auf Bundesebene und haben die Bodenstrategie Österreichs fertig. Und es scheitert an einer Partei, die diese 2,5 Hektar hochhält, obwohl sie fachlich nicht zu halten sind. Wir warten nicht darauf, wir setzen um. Das heißt konkrete Maßnahmen und nicht irgendwelche Zieldiskussionen, die uns weder bei der Raumordnung noch bei der Energie weiterbringen. Oberösterreich geht mit den Bodenressourcen achtsam um. Weiterentwicklung muss trotzdem stattfinden. Familien muss die Schaffung von Wohnraum, Industrie und Wirtschaft müssen Betriebsansiedelungen ermöglicht werden. Außerdem muss zwischen Flächen in Anspruchnahme und Versiegelung unterschieden werden. Wenn ich mir was wünschen könnte, wäre eben schon, dass man es also hier schon integral sieht und vor allem eben übergreifend. Also nicht nur, dass ein Ziel wird, herausgenommen wird, sondern dass ich mir sehr genau überlege, wo, also an welchen Standorten, welche Qualitäten die Böden haben, was, welche Nutzungen, macht ja einen Unterschied, ob ich einen Zweitwohnsitz oder eben ein Krankenhaus errichte und welche Größe in Anspruch nehme. Also wenn ich einen Logistiker mit mehreren Hektar nehme, ist das ein Unterschied zu einem Einfamilienhaus. Oberösterreich arbeitet daran, genaue Zahlen zum Bodenverbrauch zu ermitteln. Im Dezember sollen diese vorliegen und dann die tatsächliche Entwicklung von Bodenverbrauch und Versiegelung untermauern. Denn da steht unser Land gar nicht so schlecht da. Man muss immer in Relation stellen, dass natürlich Oberösterreich ein Land ist, das viel Industrie hat, viel Gewerbe hat. Damit geht natürlich auch eine höhere Flächeninanspruchnahme einher. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass hier viele Gegenden natürlich auch überhaupt nicht in Anspruch genommen werden. Also man kann sicherlich nicht sagen, dass jetzt Oberösterreich grosso modo wesentlich mehr versiegelt ist als andere Bundesländer. Die Anwesenden sind sich einig, die Bodenstrategie gehört, allerdings ohne das 2,5-Hektar-Ziel, schnell beschlossen.